gleich 6 Top-Spielerinnen auf einmal. Der Turkish Airlines Tiebreak-Wettbewerb bildete den Auftakt zum Porsche Tennis Grand Prix am Montagabend. Auch für die Spielerinnen etwas nicht ganz Alltägliches. Also ich gehe mit sehr viel Spaß da rein. Es wird schon interessant sein, ein bisschen ein paar Tiebreaks zu spielen, auch mit den Spielerinnen zusammen. Es ist eher ein Event, wo man wirklich mit Freude und auch mit viel Spaß einfach ein bisschen Tennis spielt. Der Spielmodus, etwas Besonderes. Zudem keine Linienrichter, sondern Kameras. Eine digitale Seitenwahl und, ähnlich wie beim Basketball, eine Shotclock. Das Finale, eine rein deutsche Angelegenheit. Ich hatte eine Menge Spaß. Als erstes war es ganz ungewohnt, so reinzulaufen, eine Minute Zeit zu haben, dann gleich Vollgas zu geben und dann, dass die anderen Spieler sich aufwärmen können auf dem Platz, die Leute rumgehen können. Ich glaube, es war ein sehr interessantes Format. Und für die Siegprämie von 1 Million Bonusmeilen hatte Görges auch direkt Verwendung. Mal schauen, ich weiß nicht, wie die Angebote sind, also was man für welche Meilen bekommt und wie viele und wohin. Deswegen werde ich mich mal schlau machen, aber vielleicht ist da ja ein schöner Urlaub mit ein paar Personen drin.